Wenn sogar Touristen, das darf sich auch mal anhören, wenn Touristen sich mittlerweile in vielen deutschen Städten fragen, ob sie jetzt nach Deutschland gereist sind oder sich im Orient befinden, weil man keine deutschen Läden mehr findet oder geschweige den Deutschen mehr sieht oder hört, dann führt die Überfremdung, das sagen die Touristen, die chinesischen Touristen, können Sie mit ihnen sprechen, dann führt die Überfremdung eben nicht zu mehr Kriminalität und Unwohlsein, dann führt die eben zu mehr Kriminalität und Unwohlsein und das nicht nur, sondern auch zu einem klaren Verlust an Identität, Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.